Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Ja, da tut er nichts zu sagen. Udo. Ja, das kann's haben. Und Opa Gerke. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Also arschkalt ist es geworden. Jetzt geht der Heizerei wieder los. Ja du, ich hab ja gestern Abend noch so ein bisschen auf dem Sofa gelegen. Glas Wein, du. Und da wurde mir auch so kodderig. Dann hol ich mir aber meinen Rocky aufs Sofa. Dann liegt er so auf meinen Bauch. Du, und so ein Tier gibt ja echt Wärme ab, also das ist einmalig. Cool, so ein Hund funktioniert wie eine Heiztherme. Wenn so ein Mensch schon 100 Watt Wärmeleistung abgibt, das ist Fakt, habe ich in der Zeitung gelesen. Der wiegt 75 Kilo. Was wiegt dein Hund? Mein Rocky? Oh, 15 Kilo vielleicht. Er ist immer so gierig und wenn er eine Teewurst reinkommt... Gut, das ist ein ganz einfacher Dreisatz. Oh, er nur wieder. Also, 75 durch 15, das sind, also, 15 geht 2x in 30, das sind 4x in 60. Ha, das geht nicht rund. Ich meine, es wären 5, weil aus einer Sektflasche, die hat 7,5, kriegst immer 5 Gläser raus. Oh, will ich nicht sagen. Dann sind das 100 durch 5... Also dein Hund hat 20 Watt Heizwärmeleistung. Also ihr redet einen Scheiß, allein schon. Mit 20 Watt willst du die Bude heizen? Puh, pack mal so eine 20 Watt Birne an. Wenn sie an ist, dann hast du aber Verbrennungen dritten Grades. Udo, da hat er recht. Hallo? So ein Kaminofen ist vielleicht ein bisschen effektiver. Puh, das sagst du so. Kannst du ausrechnen. So ein normaler Kaminofen hat 5000 Watt. Was? Das sind, wenn das Hunde ausstrahlen... 5.000 durch 20, so wie Rocky, das sind 250 Hunde. Damit kannst du die ganze Wohnung heizen. Was wollt ihr? Hunde verheizen? Ich rufe einen Tierschutz an, ihr Säcke! Halt den Sabbel, Taubenuss! Du, das sind aber eine Menge Hunde, Georg. Ja, aber abends vorm Fernsehen, jetzt in die Übergangszeit, da reichen nur 10 bis 15 Stück, wenn du die auf dich drauf liegen hast. Ja, aber dann guck ich lieber noch mal in meinen Mietvertrag. Was macht dein Rätsel? Ich brauch noch, Zeitungsherausgeber. Kiosk? Nee. Ja, nee, dann weiß ich auch nicht. Bist du schon das Neueste? Ich brauch noch... Also Franz, jetzt so noch nicht. Auf jeden Fall, ich bin jetzt mit meinem Schlemmerbistro im Internet. Und nicht nur das, sondern online. Hat mein Neffe reingestellt. Kennst auch Timo? Ja, was sieht man dich da ohne Kittel? Na, ihr seid ja schon gut drauf. Nehmt mal im Ernst. Die Speisekarte ist online mit Adresse und alles. Da kannst du dich durch mein Sortiment klicken. Ja, macht Mercedes auch. Siehste? Ja, wie findet man das denn? Also entweder du gibst direkt ein www.frühstück-bei-stephanie.de, also alles in ein Wort und mit UE. Und hier, das ist jetzt echt der Gag. Du kommst da über Weltstars hin. Wie bitte? Ja, alle meine Snacks heißen nach Sternen. Hier diese Bierschinkenröhrchen mit den kleinen Spargel heißen an die Borg und eine Schlemmerbaguette André Rieu. Ja und? Und wenn du jetzt Fan bist und bei Google deinen Star den Namen eingibst, bin ich mit in der Suchmaschine und die Leute landen auf meine Homepage. Tipp mal ein auf meinen Laptop. Was? Ja, tipp mal ein. Wo? Ja, tipp ein. Also diesen Köter, den schmeiß ich noch raus eines Tages. Also. An die... Burg. Georg mit Y. Ja. Siehste? 500.000 Seiten. Andyborg.de, Andyborglieder.de, mit Andyborg in Phantasialand. Ja, wo kommst du? Ja, ich komm schon noch, du. Da musst du erstmal blättern. Aber pass mal auf, wenn du jetzt eingibst, Zwiebel, Met, Snack, Karl Pflaume, guck mal. Bin ich sogar mit meiner Seite exklusiv, weltweit. Also Steffi, allein schon. Und wenn da jetzt noch einer von selbst draufkommt, also dann hast du es geschafft. Ist doch wahr, ne? Ja, bitte, was macht dein Rätsel? Ich brauch noch altes Apothekergewicht. Ja, was wogen die früher? Das weiß ich doch nicht. Was gibt's Neues? Ich hab Hausverbot bei Kraft. What? Wolltest du deine Schrankwand klauen oder was? Dir trau ich dazu. Georg. Ja, du, ich war ja nur Kommode kaufen mit meiner Mutter. Dann war da ja aber Oktoberfest. Das ging ja gestern schon los mit Zelt und Musik, Lieder, Bier, 6 Euro. Du, das ist billiger als in München. Dennoch Haxe mit so eine Biersoße, 5 Euro. So, und dann hatte ich 3 Liter Bier drin und so einen harten Bauch.
Und dann wollten wir gerade losfahren. Das darf man ja jetzt. Ja, stand in der Zeitung, hat Beckstein erlaubt. Ja, und dann musste ich nochmal auf Toilette, auch wegen der Haxe jetzt, und hab das Klo gesucht. Dann bin ich aus Versehen in der Badausstellung gelandet und hab mich da auf so ein, also, das gab ein Ärger. Oh, Sünde. Ja, nun hab ich da Hausverbot und das ausgerechnet, wo am Sonntag Cindy und Bert auftreten. Bei Kraft? Du, das ist ein Originalschlager, du. Das sind Weltstars. Also da muss ich aber auch mal hin. Puh, warum soll man denn auch nach München fahren? Wir haben hier doch viel mehr Oktoberfeste. Kannst hingucken, wo du willst. Weiß-Blau, Brezel, Haxe und Bier und Bayern ist zum Greifen nah. Ja, gestern bei Penny auf dem Parkplatz, da stand eine Frau mit so einem Brezelkorb. Du, das ist urgemütlich, dieses Brauchtum, ne? Ja. Und da kannst du schon sehen, allein, dass sich Cindy und Bert dieses Wochenende für Kraft entschieden haben und nicht für München, schickimicki. Das spricht ja wohl für sich. Das verlagert sich allmählich nach hier hinter. Du, Udo? Ja? Du bist besoffen gewesen, ne? Franz, nun lass ihn mal, er hat doch schon Hausverbot. Allein schon da. Was macht dein Rätsel? Ich brauch noch ohne Planung mit 7 Buchstaben. Also spontan kann ich dir das nicht sagen. Was gibt's Neues? Du, ich habe eine Promi-News gesehen. Angelina Jolie und Brad Pitt sollen jetzt in Berlin wohnen, in so einem Anwesen. Ja, sind das denn so eine Stars? Oh, doch, doch, aber machst du dir als Nachbarn harm bei dem Lärm? Die starten dreimal am Tag mit einem Hubschrauber zum Einkaufen, dann haben sie die Hälfte zu Hause vergessen, fliegen sie nochmal zurück, Handy holen und hin und her. Genau wie der Lehmann, also die würde ich verklagen. Du, da gibt es Sonne und solche. Meine Schwester hat mal Helmut Lotti im Supermarkt gesehen. Nee, ne? Doch, kein Spruch, beim Bananenwiegen. Dann war er noch an der Kasse, dann ist er hinterher wohl noch so in sein Auto rein. Also einmalig und so natürlich. So ein Weltstar beim Bananenwiegen, dann würde ich sofort ein Leserfoto merken. 500 Euro. Das habe ich ja auch bei dieser Prominente gemacht, die bei uns im Haus wohnt. Aber er wollte immer noch auf die Kohle. Ja, aber wohnt bei euch wohl bitteschön für Prominente im Haus? Ja, hier, die Mutter von Norman von Neuen Live. Ehrlich? Wer soll das denn sein? Hallo, also geh euch. Kennt doch jeder, das ist ein Fernsehstar. Norman, das ist ein ganz niedlicher. Der macht Funny Money, Wortrakete, Knobelgitter, also alle Top-Sendungen. Siehste? Und die Mutter soll bei dir im Haus wohnen, oder wie? Also Udo, das kaufe ich dir nicht ab. Ja, dann ruf doch an und frag. Ja, wo soll ich anrufen? Ja, ruf an und frag. Ja, und dann? Ja, dann ruf doch an und stell auf laut die Nummer. Also Udo, jetzt traust dich nicht, ne? Ich ruf doch jetzt mal an. Georg. Hallo. Licht auf, licht auf. Och, du ahnst es nicht. Du, das könnte sie sein. Mensch, Udo. Bitteschön. Das ist nah dran am Stade. Ich hab 1936 auf der Bahnhofstoilette in Berlin neben Heinz Rühmann an der Rinne gestanden. Und jetzt kommt ihr. Also Franz, der hat doch aber nicht in deinem Haus gewohnt. Allein schon. Was macht denn jetzt sein Rätsel? Ich brauch noch inhaltslos mit 4 Buchstaben. Alle? Ja, das käme hin. Georg, du musst mir helfen. Was ist denn nun los? Ja, du, ich habe Probleme mit meinem Internet. Da kommt nichts an. Meine Schwester kriegt ständig E-Mails mit interessanten Angeboten von Apotheken und Wellness und Kredite und alles. 100 Stück am Tag. Und ich krieg das nicht. Du, das stimmt doch was nicht. Oh, sofort Hotline anrufen und beschweren. Mach ich auch immer. Och, du, bist du da erst durch bist. Das ist ja ein Ritt. Du, Steffi, gar nicht mit aufhalten. Das ist so ein Sprachcomputer. Da musst du gleich an anfangen, so laut du kannst, Kundenberater reinschreien. Dann wirst du sofort durchgestellt. Mach mal. Puh, ihr habt Nerven, da will ich hören. So, mal gucken. Guten Tag. Herzlich willkommen. Kundenberatung. Der Telekom. Also Udo, das geht nicht. Ja, du, lass mal ran. Kundenberatung. Kundenberatung. Aber das war keine gültige Eingabe. Oh, nur euch ging das. Franz, komm du mal hier. Er hat ja so ein Organ. Kundendienst. Zack, zack, hier. Rocky, aus. Aus, sag Rocky. Sag mal, bin ich hier im Irrenhaus? Mein Name ist mein... Oh, jetzt habe ich einen dran. Mal leise. Lautsprecher aus. Ja, ich habe Probleme mit meinem E-Mail. 28530393. Ja. Ja? Was sagt er denn? Das können Sie sehen. Ach so. Das ist ja günstig. Ja, dann machen wir das vielleicht erstmal. Ja? Ich höre gar nichts. Dann bedanke ich mich. Wiederhören. Ja, und was war jetzt? Ihr ahnt es nicht. Also, die war richtig nett. Also mit Internet, das kann sie gerade nicht nachgucken. Aber sie macht mir jetzt so einen Zusatz für nur 19,90 zusätzlich.
dass ich jetzt rund um die Uhr zwei Nummern in Ausland anrufen kann. Also allein schon. Das ist doch reine Verarschung. Zum Nulltarif gehe ich. Und jetzt kommst du. Ich? Ich brauche noch Lebkuchenunterlage mit 6 Buchstaben. Teller? Jawohl, passt! Was gibt's Neues? Ja, da wollte ich dich gerade fragen. Was ist das denn alle für einen neumodischen Scheiß? Du, das ist ein Beagle-Sandwich. Was ist das? Ein Beagle-Sandwich. Die teste ich diese Woche mal. Mein Lieferant sagt, die Ketten machen das schon lange und ich muss ja auch irgendwie Schritt halten. Also ich habe Türkei-Taste, Tuna-Salat, Veggie, Chicken Fajita, Santa Fe und Caprese kostet 2,80. Chicken Fajita? Was ist das denn? Ja, du, da muss ich selber erst mal eine Liste gucken. Ich glaube, das war irgendwie mit scharfe Soße oder... Also ihr stellt auch Fragen. Du, so ein Beagle, das mit Loch teurer als ohne. Ja, ist doch so. Ja, aber... Ja, ist das so oder ist das nicht so? Ja, nur weil das mit Loch schicker ist. Ne? Wenn da so ein bisschen Salat in der Mitte rausguckt, das zahlst du natürlich das Design mit. Das ist wie beim Möbel. Und dann kommt das hier fertig an und keiner weiß, wo das alles schon gelegen hat. Ja, und dann ist da nicht mal Butter drauf, sondern nur, ja, was ist das? Nein. Käsecreme. Nein, du, das ist... Steffi! Ach, das ist doch... Also jetzt gucke ich mal nach. Steffi! Eine Frischkäsezubereitung mit Tomato, Relish. Kann man hier auch mal Wünsche äußern? Und Hühnersalat mit Worcestersoße. Meinetwegen, Franz. Dann hätte ich gern Zwiebel mit Beagle ohne Loch in der Mitte und Markenbutter. Alles Franz, der war noch gut. Allein schon. Da ist natürlich was dran. Nimm mal einen Roggi. Was war da ein Rätsel? Ich brauche noch weibliches Huftier. Giraffe? Nee. Ja, nee, den weiß ich auch nicht. Was gibt's Neues? Also, das ist ja wohl zu warm für die Jahreszeit. Bei uns auf dem Balkon ist Marienkäferplage. Also Hunderte. Meine Mutter ist schon ganz kaputt davon. Ihr glaubt das nicht. Sure, dann will ich dir mal was sagen. Das kommt davon, weil du Blattläuse hast. Also, Georg, nun wird man nicht persönlich. Ich dusche 2-mal am Tag. Also ich meinte Blattläuse auf dem Balkon. Die Marienkäfer gehen bei den Läuse bei zum Melken. Also, du redest einen Scheiß und dann haben die da so einen kleinen Melkschemel und dann Strapf-Strapf-Stroll oder was? Das ist einfach noch nicht voll. Also, eigentlich sind ja Marienkäfer, also... So süß, ich hab die ja nicht auf dem Balkon, sondern auf dem Sofa. Was? Als Deko-Kissen mit so kleine Fühler dran, aufgeraute Mikrofaser in Plüschoptik, bis 60 Grad waschbar, 12,99. Kannst nichts von sagen. Läuse und Käfer, alles Ungeziefer. Einmal mit einem Flammenwerfer drüber und zack, da rührt sich nichts mehr. Also du hast aus deinem Wohnungsbrand auch nichts gelernt, Franz. Sei du mal lieber ruhig. Aber ich mein, eins muss ich nur sagen. Also wenn Rocky dabei geht bei so einem echten Marienkäfer, du, denn würcht er, da ist was mit... Ne, mein Roggi? Marienkäfer machst du nicht, ne? Wo ist denn mein Roggi? Die stinken, ne? Ne? Die stinken nämlich und sondern was ab. Alles abfackeln! Also, Steffi, jetzt wo du das sagst, bei uns auf dem Balkon, da stinkt das auch so komisch. Puh, wer da wo was absondert. Mit euch rede ich gar nicht mehr. Aber ehrlich, nur lass ihn doch. Er hat ja Ärger genug. Thema Ende. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauch noch Geldbetrag. Vorne mit S. 6,80? Nee, das ist zu viel. Ja, nee, dann kannst du es ja auch selber ausrechnen. Was gibt's Neues? Donnerwetter, du siehst ja aus wie Jean Fonda, du. Meinst du meine neue Haarfrisur? Hat meine Schwester mir gestern Abend gemacht. Mit so kleinen Flipcats in Bahama-Blond und Cross-Curls. Findest du das? Ja, in der Natur gibt's sowas bei kleinen Wildschweine. Gleich fließt raus, Franz. Du? Das kannst du richtig gut tragen. Siehste? Und dann eben diese eine Strähne hier so seitlich. Ja, wann ist das jetzt? Lila? Nee, nee, das Kokomo Rosa 27. Das war auf eine neue Tönungskarte von der Trendmesse drauf. Geckig, ne? Ja, aber so richtig. Ja, und dann habe ich noch mein Dekolleté gebräunt, ein 585er Ohrstecker mit Südseeperle geordert. Bei QVC ist Edelsteinwoche. Also, es macht wieder Spaß, da. Also sag mal, hast du im Lotto gewonnen oder was geht's noch? Also ihr guckt wohl zu wenig fern und informiert euch nur sporadisch. Du, da läuft doch jetzt so ein Werbespot mit einem Traumangebot. Da kriegst du sofort 5.000 Euro. Du kannst dein Konto ausgleichen. Du kannst wieder nach Herzenslust shoppen, sagen sie. Und der Frau in dem Spot, der hat das richtig gut getan, sagte sie. Und sie hatte sogar noch Geld übrig. Hallo. Du, und das soll man auch. Ja, du, wo lief das denn? Ja, im Fernsehen. Also auch bei laufende Kredite und ohne Schufa.
rauskommt. Also. Das wäre doch auch was für dich, Udo. Ja. Ab 8,9% Zinsen, also ab, das heißt, mit ein bisschen Glück holst du noch mehr raus. Oh. Ich glaube, da hast du was falsch verstanden, du. Ich hab wieso was Besseres. Aha. Ich hol mir jetzt einen Neuwagen, also für meine Mutter natürlich, 0 Euro Anzahlung und die erste Rate erst nach 12 Monaten. Ja, und denn? Ja, hallo? Ich gebe ihn doch schon nach 11 Monaten wieder ab, ne? Ja, siehst du. Ja, allein du schon, bist so eine richtige Partie, mein Udo. Und den Kaffee gabst du auch umsonst. Ja. Was macht dein Rätsel? Ich brauche noch weibliche Artikel, 3 Buchstaben vorne D. Weibliche. Dio? Jawohl! Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Und jetzt tu das auch mal. Ich will euch nicht immer alles hinterher schleppen. Also, sag mal, hast du schlecht geschlafen oder was? Das wisst ihr doch. Ich hab Jetlag von der Zeitumstellung. Ja, hör bloß auf, du. Ich bin auch völlig fertig. Er hat aber nach mir gefragt. Ja, das bleibt sich unbenommen. Also, ich kurz vorm Schlafen gehen noch ein Fläschchen Rotwein. Dann war ich richtig müde. Mhm. Und dann gegen 2:30 ging das los. Mein Zahnfleisch, also das hat sich so zurückgezogen irgendwie. Ganz unheimlich, so trocken. Dann musste ich wieder raus, noch was trinken. Ja, Stunde später nochmal auf Klo und dann 4 nochmal gucken, ob ich auch die Leberwurst richtig in den Kühlschrank gepackt habe. Also. Ja. Sonst meckert Mama oder was? Das sind Probleme. Also ich liege jetzt 2 Tage wach, also nachts. Und dann denke ich so, was wird wohl aus Timo? Was hast du denn mit deinen dicken Neffen zu kriegen? Ja, ob er seine Ausbildung durchhält mit seinen Augenpiercing. Lassen Sie ihn ja nicht in Kundenverkehr. Und dann habe ich mich letzte Nacht noch gefragt, wie lange lebt wohl Rocky noch? Ja. Und wo bleibt das Päckchen von Ricarda M? Wieso? Wie alt ist Rocky denn? Das ist schon abgebucht, 39,90 plus Versand. Rocky wird 9. 12 Stunden Feldarbeit bei der Kartoffelernte, dann kannst du schlafen, da glaub mal. Gibt's überhaupt noch Linda? Kindische Probleme konnten wir uns früher nicht leisten, ihr Weicheier. Da war Gefechtsalarm. Also bei mir ist das ganz einfach. Ich zähle bis 3 und dann schlafe ich auch ein. Also Georg, du hast ja wohl ein Radar. Ja nu, manchmal wird es auch 3:30. Also manchmal hast du so eine Acht, Georg. Also, herrlich, einmal. Den kannte dir noch nicht, wa? Was macht deine Rätsel, Franz? Ich brauche noch Mahlzeit mit 10 Buchstaben. Was zu essen? Jawohl! Wisst ihr eigentlich, was heute ist? Puh, Weltspartag, ne? Ach so, ja. Heute ist ja auch Sparclub, okay. Aber bevor du den Kästner aufmachst, dann wollte ich jetzt mal besprechen, was wir dieses Jahr machen. Also das Sparclub-Essen letztes Jahr, das war nichts für mich. Also allein schon, Steffi. Also 3 Sorten Fleisch, Grünkohl satt, Begrüßungsdrink und dennoch dieses flambierte Dessert von Franz. Nee, das brannte also, wie Zunder doch. Wie kann man denn auf den Friesengeist über den Pudding kippen und dann das Ganze so schräg an der Kerze halten, du? Das war doch klar, dass der halbe Tischdecke abfackelt. Also das war oberpeinlich. Aber das war ja erst hinterher. So, kommt ja drauf an, was wir zusammenkriegen. Wo willst du denn hin? Also ich würde ja gerne mal zu Tarzan Musical. Das wünsche ich mir doch schon so lange, das wisst ihr doch. Sowas mal, mit Niveau. Ja, und das kann man dann auch mit so einem schick Essen verbinden. Und dann vielleicht noch ein Absacker hinterher und allen. Also, mit Steffi als erstem Kassierer und mir als zweitem und damit stellvertretendem ersten Kassierer erkläre ich uns öffnungsberechtigt im Sinne der Satzung des Sparclubs Eurofighter. Du, den Namen habe ich aufgebracht, weißt du das noch? Ja, tut dir nichts zur Sache. Und damit öffne ich die Sparkästen. Ich fange mal bei unser Steffi an. Ja. Und was haben wir da? Münzen, Scheine und... Aha. Ja, du, was ist das denn, Georg? Gute Frage, Udo. Lass doch unser Steffi selbst mal nachgucken. Ja. Ne? Oh nein. 4 Karten für Tarzan Musical. Am 2. Advent. Wir alle. Herzlichen Glückwunsch, Mine. Zum Geburtstag, Steffi. Also Leute, dass ihr euch das gemerkt habt. Ja, du. Weltspartag ist für uns immer Steffi-Tag. Also... Jetzt muss ich erstmal heulen, ja. Das ist ja das Sahnehäufchen, ne? Franz liegt doch nicht zu weg. Jetzt trinken wir erstmal schön Prosecco, denn ich habe noch einen, der nicht so trocken ist. Also, die Zeit. Ach ja, Robby. Und du gibst dir auch ein Küsschen? Oh. Zum Wohle. Prost, Prost, Prost. Ah, sehr schön lieblich, ne?
Ach, Bocki, Bocki, ach, ach, Bocki. Oh. Ah, sind Sie etwa... Ich bin das Interview. Darf ich Stefanie sagen? Nee, Sie dürfen sogar Steffi sorgen jetzt, wo wir, also... Bocki, nicht bocken. Lass den Mann aus, nicht bocken. Oh, er geht ja nicht jeden an Beinen jetzt, ne? Ja, also, ja. Ja, das ist jetzt hier mein Flur. Also, den nutze ich jetzt ja auch nur als Flur. Ja, schön. Ja, ne, das ist Peach in Wischtechnik, also es ist wohnlich. Aber wie gesagt, ich nutze es nur als Flur. Ja. Ja, so, dann sind wir hier im Wohnzimmer. Vielleicht hier? Ja, ich baue nochmal vielleicht auf dem Sofa hier. Gerne, das ist Alcantara zum Beispiel, jetzt mit 10% Mikrofaser, das gönne ich mir denn mal. Ja. Ja. Wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, ja, also ich wäre dann soweit, ne? Klassekt? Nee, lieber nicht, danke. Schön lieblich. Ja. Ja. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Testing. Test. 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 Ja. So. Oha. Okay, Frühstück bei Stefanie, Interview mit Stefanie. Steffi. Steffi, bitte schneiden, bitte schneiden. Jetzt, also. Ja, erste Frage, Stefanie, wie fing denn das damals alles an mit dem Bistro? Ja, wie fing das an? Wie fing das an? Also, früher hatte ja diese Räumlichkeiten ja meine Schwester angemietet als Friseursalon, Salon Chantal. Hm. Ich meine, sie heißt ja gar nicht so. Auf jeden Fall, ich war zu der Zeit noch in der Futterluke, Imbiss. Ja. Ja, und dann wurde das meine Schwester, das alles zu anstrengend. Ich meine, sie hatte Timo, der war ja noch klein. Hm. Du mit einem eigenen Salon, da bist du die Erste im Laden und die Letzte. Und naja, auf jeden Fall, ich trat auch bei der Futterluke irgendwie auf die Stelle. Obwohl ich ja das Hotdog-Diplom von Stöber hatte. Hm. Nein, also, kurzerhand. Meine Schwester fragt mich denn, ob wir in ihren Räumen ein Bräunungsstudio mit Münzbräune machen wollen. Also schön vorne sitzen, Füße hoch und abkassieren, ne? Also. Ja, aber wie kam denn das dann mit dem Bistro? Ja, das war ja erst später, weil erst lief das ja noch ganz gut mit dem Solarium. Da habe ich auch schon Udo kennengelernt gehabt. Ach. Ja, der war ja Stammkunde, also sogar einigermaßen attraktiv. Da war das ja noch nicht mit seiner Hornhaut im Gesicht. Naja, auf jeden Fall wurde das denn auch alles zu viel. Du musst ja doch überall auf der Fläche mit Sorgrotoren hinterher und dann Papiertücher parat haben und alles. Also das wuchs dann meine Schwester über den Kopf und dann sagte sie, ich arbeite von zu Hause aus wegen Timo. Ja, wie war das? Ja, dann hat sie Window Color gemacht, also so richtig professionell. Es war ja der Hype damals auf den Flohmärkte und hier, sonst wo. Naja, dann frisiert sie ja noch von zu Hause aus, macht Büro in Teilzeit. Wollen Sie einen Schluck Sekt, junger Mann? Aber nur einen kleinen. Aus, Rocky. Ah ja, wie kam ich zum Bistro? Also, ich bin dann ja in den Mietvertrag von meiner Schwester mit rein, also die Räume hatte ich und dann war ich zu der Zeit mit dem Chef von einem Catering-Unternehmen liiert, das so Brötchen an Firmen lieferte, also er machte das ja selbstständig, ja, und der gab mir dann den Tipp mit dem Bistro. Das hielt dann leider auch nicht mehr lange. Ja? Ja, also... Sie brauchen jetzt gar nicht so zu gucken, ne? Also, lass einen zischen, gib einen frischen. Männer braucht man ja nur, damit das Bett ein bisschen wärmer ist, nicht? Mhm. Also, und zum Füße massieren. Fragen Sie was, oder? Ja, also... Also, das fing damals mit Mettbrötchen und Kaffee ganz klein an. Ja, und wie ging es dann mit Ihrer Karriere weiter? Ja, also heute habe ich ja 4 Sorten Aufschnitt, Schmierkäse, Eier, hier Käseschneggis, zwischenzeitlich auch mal Beagles und... Also man muss ja immer auf der Höhe sein. Nur mit diesem modernen Kaffeeklimbim, da mache ich nicht mit. Also das wollen auch meine Kunden nicht. Und ich sag ja immer, Kaffee in Pappbecher, das kann ich auch so anbieten. Da brauche ich gar keinen Schaum für. Kann man so sehen. Ja, ist doch so, oder? Wer war denn Ihr erster Kunde? Ja, das war tatsächlich Udo. Er war ja damals mein erster Kunde auch in Solarium und dann auch mein erster Kunde in meinem Frühstücksbistro. Damals hatte er noch Führerschein. Naja, er hat mir dann ja noch einen Lottoschein zur Einweihung geschenkt, also... So süß. Das kann er ja manchmal nicht. Er hatte ja kurzfristig so einen Laden gegenüber, bis sie dann das Haus abreißen mussten. Was war denn eigentlich? Ja, also das müssen Sie ihn schon selber fragen, nicht? Da war ja irgendwas mit der Wasserleitung. Er wollte da irgendwie Geld sparen und irgendwas umleiten. Also mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, und dann? Ja, wie und dann? Ja, wie kam es denn dann zu Herrn Ahlers und Herrn Gerke?
Ja, wie kam das? Georg Ahlers, den kannte ich von der Post. Er war ja lange bei der Paketausgabe. Ich habe damals also richtig viel bestellt. Und ein Wochenende hat er mir hier meinen ganzen Laden mal renoviert. Och. Also, das muss man ja sagen. Mhm. Auf der anderen Seite, als ich ihn dann beim Überkopftapezieren eine ganze Bahn wieder runter... Oh, Sünde. Also, da kann er ja... Naja, er ist ja wie er ist. Also, man muss ihn denn auch nehmen können. Opa Gierke. Ah ja, nee, also der war ja von der ersten Stunde dabei. Damals ja noch mit seinem Vater. Ach, der ist inzwischen schon ewig tot wahrscheinlich. Nein, der lebt ja noch. Der ist 104. Also Franz und Wilhelm. Wilhelm? Ja, sein Vater. Also die haben sich ständig gezofft wegen Franz seine Weibergeschichten und wegen wie die Lösung für das Kreuzworträtsel ist. Dann sag ich, das hört mir auf, sonst fliegt ihr raus. Naja, nun ist Wilhelm in Heim und ich habe die Kreuzworträtsel von Franz an der Backe. Mhm. Sie haben jeden Tag drei Männer um sich. Warum sind Sie eigentlich immer noch Single? Kein Kommentar. Ja, gut, Sie sind doch mal solo. Kein Kommentar. Und du gehst jetzt mal ganz schön nach nebenan, Rocky. Also, wollen Sie noch ein Schlöckchen? Also, ich hätte gern noch eine. Nee, auf. Danke, wirklich. Lieber nicht. Ups, zu spät. Jetzt müssen Sie. Also, mir tun die Füße weh. Nee, muss ich ja schmieren. Geht aufs Haus. Ich gebe einen aus wegen Prinz Charles. Was gibt's Neues? Ja, Moment. Was ist denn mit Prinz Charles? Mensch, Georg, er wird heute 60. Sowas weiß man aber. Ach, stimmt ja. Hast du ihm denn schon wieder was geschickt? Ich bin ja nur in Windsor Fanclub. Der bedankt sich doch sowieso nie. Was hast du ihm denn nun überhaupt geschenkt? Ja, was Praktisches und Persönliches. Ein Spannbettlaken. Mikrofaser, 90 Grad waschbar. Das ist wichtig, wenn seine Hunde mit ins Bett wollen. Das kriege ich von Rocky. Ja, kannst immer brauchen. Siehste, und jetzt pass auf. Mhm. In Royal Majesty Blue. 99, also einmalig. Ja. Das passt doch zu ihm, so ganz edel. Also, ich glaube, die meisten Gäste, was weiß ich, Königin Silvia oder so, die verschenken Zehner in Umschlag. Was? Der Charles weiß doch am besten, was er braucht. Mhm. Ja, eine Rolle Teppichband zu den Ohren anlegen. Franz. Also, dass man immer auf die Ohren rumhackt, du, die müssen so, weil seine Mutter hat ja einen größeren Kopf als er. Und wenn er mal die Krone kriegt, du, dann rutschst du runter. Die hat auch keinen großen Kopf. Ja, dann guck mal her. Was du meinst, das ist so ein Diadem, das musst du auf dem Kopf drauf sitzen. Ich weiß es gar nicht, du, wann sieht man die denn überhaupt mal mit Krone? Siehste, weil ihr das wehtut wegen ihren dicken Kopf, du. Die Krone wird ja erst so locker über der Rübe gezogen und dann wie bei so einer Kuchenspringform von hinten so zugezogen. Uh-huh. Und dann guckt sie natürlich komisch und deswegen hat sie lieber so ein kleines Diadem drauf. So gesehen, bei ihm würde das aber nicht aussehen. Naja, das ist nur eine Frage der Gewöhnung. Also, dann meinst du doch eher, also für Charles, Ohren anlegen? Nee, anlegen lassen. Ach so, ja. Und dann so schick so ein Diadem ins Haar stecken. Also, allein schon. Da würde ich zu raten, ja. Ich gehe euch, du bist ja richtiger Typ, Pirat. Was macht dein Rätsel, Franz? Ich brauch noch Schicht beim Kohleabbau. Unterschicht? Ja. Nee. Was gibt's Neues? Ja, heute Abend musst du wieder die Bude verrammeln, wenn die Blagen dich erpressen und bedrohen, du. Wegen Halloween jetzt? Ach, Georg, nur sei mal nicht so pingelig. Ist doch ein super Event. Du, das ist sogar ein Mega-Event. Allein schon partytechnisch. Siehste, ich gehe heute Abend ins Midnight. Nämlich Ü40 Halloween-Party. So mit Friedhofsdeko, Blutbowle-Getränke-Gutschein, DJ Davy D aus Frankfurt. Also einmalig. Gehe ich wahrscheinlich als so eine Art hier... Kennt ihr Jackie die Mörderpuppe? Nein, was du bestimmt meinst, ist Jackies Mörderbraut. Jackie selbst war ja ein Kerl. Ja, genau. Also so ähnlich, aber in sexy, ne? Also ohne Nähte im Gesicht, aber mit Lidschatten. Und dann zeige ich vielleicht noch Bein, weil sexy verkleidete Frauen kommen umsonst rein. Du, da wirst du doch ernst genommen als Frau. Ich bleibe dabei, weil diese Blagen dazu, die es Halloween machen, ist Nötigung. Na ja. Ich gehe auch nicht so mit der Affenmaske in die Sparkasse rein und sage Geld her oder ich schmeiß euch Mehl und faule Eier in den Schalter. Da wäre ich aber dran. Früher bei Rummelpott, wenn der einen nichts geben wollte, der kriegte Pferdeäppel im Flur. Diesel drüber, Streichholz dran und viel Spaß beim Austrampeln. Aber ja, aber, Steffi, nur sag mal, wo war denn noch das Midnight? Kann man da mit dem Boss hin? Oh nee, Udo, weißt du, dann taberst du wieder den ganzen Abend hinter mir her.
Du, ich will ja vielleicht auch mal jemanden kennenlernen. Ach so. Vielleicht nächstes Mal wieder. Ja. Hier bei Ballermann gegen Ibiza. Fun Fantastic Saturday mit Charmparty. Ja, dann bin ich ja bei Ballermann. Das bleibt sich um den Namen. Meine Güte, habt ihr denn jetzt endlich? Was macht dein Rätsel im Franz? Ich brauche noch Sojabohnen-Milchkäse mit 10 Buchstaben. Was ist das denn? Was? Jawohl! Was gibt's Neues? Also, ich staune. Lebensmittel werden wieder billiger. Hier, Markengulasch. Viertelpfund von 1,50 auf 1,19. Das sind 20%, Freunde. Hast du das so schnell ausgerechnet jetzt? Nee, das steht hier. Ja, du, wenn das mal stimmt. Oh, könnte einer nachrechnen. Das riskieren die nicht. Also. Ja, mach mal. 10% sind 15 mal 1,19. Er weiß es nicht. Durch... 20% kriege ich auch raus. Aha, also doch, also das ist ja einmalig. Du, das kannst du aber noch viel billiger haben, weil das Gute ist ja, dass sie jetzt in den Prospekte immer die Kilopreise mit aufschreiben, dann kannst du das viel besser vergleichen und viel mehr sparen. Wie mehr, Georg? So, du willst jetzt Mittagessen, also dein Magengulasch, das kostet im Kilo 4,76. Aha. Da weißt du, da wirst du satt von, aber... Dagegen, hier, Kilo Paniermehl, 75 Cent. Hallo, bist auch komplett satt von. Das ist natürlich ein Schnäppchen. Du, dann mach ich mit bei, Kilo Möhren, 40 Cent. Und hier, Sourcreme, Kilo 2 Euro, mach ich mir drüber. Dann habe ich 3 Kilo was zu essen für 3,15. Du, da kann ich 3 Tage von leben. Ach, wenn Mutti dir mal nichts hingestellt hat, dann frisst du Paniermehl. Das ist ja schlimmer wie ein Krieg, du. Ja, mein ich aber auch, du. Ja, der Mann, gute Reise. Ja, das brate ich mir ja auf. Ne? Da muss ja nicht immer ein Schnitzel dazwischen sein. Ja, das ist auch so, oder ist das nicht so? Nee, so gesehen ist es so. Ja, Moment. Nur warte mal eben. Jetzt geht das Wenn los. Der Kilo Markengulasch 20% billiger ist, dann sind das ja bei 5 Kilo 100%. Mhm. Und dann ist das ja wohl umsonst. Du, Georg, da geh ich morgen mal hin. Ho. Was macht dein Rätsel? Ich brauch noch Verhältniswort. Affäre? Nee, mit 3. Also Franz, das ist schon ein Kram. Was gibt's Neues? Oh, jetzt haben sie einen neuen US-Präsidenten gewählt, ne? Ja, lass mal schauen. Du, das ist ganz wichtig zum Präsident für alles. Ja. Puh, das hat ja schließlich Auswirkungen. Siehste? Du, mal was anders. Wusstet ihr eigentlich, dass es Tiere gibt, die voll lecker schmecken, aber potthässlich sind? Ach, guck. Aha. Was soll das denn sein? Ja, habe ich gestern in so eine Tierdogu über so einen Mastbetrieb gesehen, wie hässlich Puten sind, wa? Aha. Dabei schmecken die so gut jetzt als, ja, was ist das? Schnitzel ist das ja nicht, ne? Was ist das? Putensteak. Ja, du, die sehen auch scheiße aus. Die haben so Falten und so komische Lappen am Kopf. Und eine ganz so eine komische Frisur. Ja. Schmecken aber. Ja, Udo, da sagst du was. So Tintenfische mit diese Saugnäpfe und mit so Glubschaugen. Ja, der ist ja wohl auch hässlich. Ja, und Affen auch, ne? Die sehen aus wie... Ne. Du, ich mag das gar nicht sagen. Also da bin ich ja fies für. Siehste? Aber die sollen ja super schmecken. Also einmalig. Ja, das ist ja auch völlig normal. Das ist von der Natur so eingerichtet. Ach so, ja. Im Sinne, du siehst unmöglich aus, aber wir können dich trotzdem brauchen. Das wie bei... Oh, ja, also wie bei Andy Borg. Ja, so gesehen. Wieso? Der sieht doch wohl super aus. Top Gestalt. Also auf jeden Fall nicht schlechter als eine Mastpudel, ne? Ja, dann habt ihr's ja wohl jetzt. Ja? Ich brauch noch Abkürzung für Toilette. Also Franz, musst du über den Hof gehen. Nee, viel zu lang. Was gibt's Neues? Ja, ich hab gestern nochmal US-Wahl gesehen. Du sag mal, gab's das früher eigentlich auch schon immer so mit den Wahlen in den USA? Das ist so viel jetzt die letzte Zeit. Ja, also nicht so, meine ich. Aber auf jeden Fall haben sie gesagt, dass das jetzt bis Januar dauert, bis dieser Obama wirklich Präsident wird. Ja, das ist ja nun klar, weil der alte Präsident muss erst noch renovieren. Hat er ja damals bestimmt auch renoviert übernommen. Du musst ja alles streichen. Also von daher würde ich als Präsident sagen, Raffaser, ne? Einmal mit Weiß rüber, fertig. Ja. Du, und wenn Obama da was Gaggiges haben will, er ist ja doch so ein moderner Typ. Mhm. Sagen wir mal mit Wischtechnik,
Du, dann kann er da ja mit Farbe draufgehen oder er macht sich eine schöne Bordüre mit einem Easy Painter. Ja, du, da haben sie ja Leute für, so Ruhmstylisten. Ja, Moment, so einfach ist das nicht. Wenn Busch, sagen wir mal, im Bad in eine Kachel gebohrt hat, dem traue ich das zu, ja, dann haftet er als Vormieter ja wohl selber. Das bleibt sich unbenommen. Aber wenn er sein Alibert über dem Kachelschild angebracht hat, dann muss er die Bohrlöcher nicht zuspechteln. Du, dann muss Obama gucken, was er da macht. Also, solange das alles besenrein ist. Du, Udo? Ja? Darf der Präsident dieses Weiße Haus denn eigentlich anders anmalen? Nein, das darf er natürlich nicht, sonst wäre das ja nicht weiß, sondern, ja, was wäre das dann? Du, Granatazimt, das finde ich schick. Das trendy. Nein, das ist verboten. Da darf keiner bei. Du willst mir sagen, der mächtigste Mann der Welt kann mit Panzern in Irak und anderswohin, aber nicht das Weiße Haus vernünftig Wärme dämmen? Ja. Und sagen wir mal, mit so schicke Klinkerriemchen verblenden? Also, da sieht man mal, wie du tickst, so. Warum bist du denn jetzt so aggressiv, da? Weil du keine Ahnung von Politik hast und immer mitreden willst. Ha, jetzt erstmal mit Brötchen, ne? Was macht dein Rätsel? Ich brauche noch Sitz des Papstes mit R vorne. Mit R? Oh, du, das ist schwer. Rattansessel. Nee, das ist zu lang. Was gibt's Neues? So, hier in der Zeitung steht, Shopping in Discounter ist schöner als im Kaufhaus. Das haben die jetzt mit Kunden untersucht. So, siehst du. Sich anders, weil bei Shoppen ist im Kaufhaus ja wohl Pflicht. Und du kriegst ja praktisch alles. Also allein in der Bettabteilung haben sie Mikrofaserlaken, also in unzählige Trendfarben. Oder kauf mal Leggings. So, dann geh mal in so ein Kaufhaus. Dann kommst du erst durch so ein komisches Gebläse. Dann musst du an diese hochnäsigen, geschminkten Zicken in der Parfümabteilung vorbei. Du, da sagst du also, was. Ja. Und wenn du genau hinguckst, dann haben manche so Lippenstift an der Zähne. Du, und zu Hause laufen die auch in Jogginghose und Puschen rum und heißen Bärbel. Ja, und dann stinkt das da nach so einem, was gibt das da? Non Challenge oder Terry Mugler. Du, das sind doch Top-Ten-Düfte. Also, ich krieg da Kopfschmerzen von. Ja, allein schon, ne? Dann gehe ich lieber zum Discounter. Jetzt rein von Shopping-Erlebnis her, ne? Mhm. Heute Abend mit meiner Mutter, dann machen wir uns fertig. Ja. Dann nach Aldi oder Lidl hin, manchmal Penny. Okay. Also je nach Lust und Laune. Ja. Oh, du hast deinen eigenen Wagen und dann kannst du gemütlich durch die Gänge bummeln, lässt dich inspirieren. Du, dann trennen wir uns auch mal. Jeder macht sein Ding. Also meine Mutter guckt nach Klamottenangebote, kennst ja die Frauen, mhm, ne? Und ich guck, was weiß ich, so nach Neuheiten und Trends im Getränkeregal, also. Auf jeden Fall, das Shopping-Feeling, so der Start ins Wochenende, so after-work-mäßig. Also so entspannungstechnisch jetzt? Nee, after-work-mäßig. Ja, was willst du denn heute nur arbeiten? Diverses, wenn ich also mehr Zeit hätte jetzt, ne? Rätsel fertig, Franz? Nee, ich brauch noch einstellige Zahl mit 4 Buchstaben. Mit 4, warte mal, 1? Nee. 2? Nee. Denn 3? Nee. Du, den weiß ich auch nicht. Daddy, mach mir noch mal 2 Mettbrötchen. Nee, muss ich erst schmieren. Oh, du haust aber rein, du. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Ja, ich könnte den ganzen Tag fressen, du. Was ist da bloß? Du, geht dir das auf, du? Das liegt am Wetter, ne? Wenn er so duster ist, dann braucht der Körper irgendwie Salz oder was Deftiges, ne? Ja, das liegt an so Speckdrüsen im Gehirn. In der dunklen Jahreszeit verbrennen die mehr und dann saugen die Salz und Fett an, ne? Mach mir hier nochmal so einen Klacks Mayo drauf, Devi. Siehste, und gestern war mir so kodderig, da hab ich mir so ein Tässchen Soßenfix eingerührt, Senfgurke rein, bisschen Salz und Maggi drauf, Pilava gucken, einmalig. Ich hab früher mit 2 Kameraden einen halben Ochsen gefressen auf dem Schützenfest. Und das war im Mai. Ja, da bleibt dich unbenommen, Franz, ist aber an dieser Stelle nicht sachdienlich. Du, ich hab gestern Abend, ungelogen, original 20 Leberwurst-Toast vernascht. Also. Ja, Leberwurst ist das Trüffel des kleinen Mannes. Ja. Will ich nicht sagen. Aber du dichtest ja immer die Hälfte bei, das kennen wir schon. Du, das öfter so, ne? Und nachher schafft er das gar nicht, obwohl irgendwas ist mit so Leberwurst-Toast, da kannst du viel von essen. Siehst du, schaff ich sogar 30 von. Schnacker. Aber das Brot war ja alle. Aha. Doch, natürlich. Sonst wäre das ja noch weitergegangen. Da bin ich wie so ein Cockerspaniel, so ohne jedes Sättigungsgefühl. Du, bei Roggi ist das manchmal auch so.
Stunde später liege ich denn mit so einem harten Bauch auf dem Sofa und starr an der Decke. Siehste? 30 Leberwursttoast, nie im Leben. Ja, ruf doch meine Mutter an und frag. Da bin ich bekloppt. Hallo? Ja, ruf doch an, trau sie ja nicht. Ja, was soll das denn? Ja, komm, ruf an. Bitte, Leute. Nummer her. Ja, guck ich gerne mal nach. Im Moment allerdings, also sie ist ja auch, Du, was macht überhaupt dein Rätsel, Franz? Ja, siehst du, immer dasselbe. Doch. Ich brauch noch einen künstlichen Wasserlauf. Mit K vorne. Du, Katheter? Nee, nee. Was gibt's Neues? Ja, du, gestern habe ich meine Mutter bei Ikea verloren. Ja? Sie wollten mir ja einen neuen Teppich für mein Zimmer kaufen. Ja, bei Kraft habt ihr ja Hausverbot, ne? Das ist ja nur egal. Ich denn so, Mutti, warte mal, ich hol mir ein Lachsbrötchen, weil ich so einen Hunger. Dann zurück, dann war sie weg und du kriegst sie ja nicht aufs Handy, ne? Funkloch, jedes Mal dasselbe. Vorher ist man auch schon, ne? Das ist ja immer. Da geht nie das Telefon. Ich wollte neulich mal meine Schwester anrufen, weil ich da so einen gängigen Sitzsack für ihren Timo gesehen hab. 35,99. Also echte Schnäppchen. Bin ich nicht durchgekommen. Du weißt ja was? Du kannst, also meinetwegen bei Windstärke 12, die Nordwestpassage überqueren. Ja und? Auf eine Europalette mit Rentiere, was weiß ich. Und hast trotzdem besten Handyempfang, wenn du irgendwo anrufen willst, was weiß ich, wegen... Friseurtermin? Ja, sowas. Aber wenn du im Möbelhaus bist, dann kannst du nicht deine Vertrauenspersonen anrufen, oder was? Das machen die doch mit Absicht. Also wieso das denn? Ja, wenn jetzt jemand mit hässlichen Vorhängen an der Kasse steht und nicht sicher ist, dann ruft er zu Hause an und muss sich anhören, das lass mal lieber bleiben und kauf dir keinen Hotdog, ich hab Brote gemacht oder was. Ja, da gehen Ikea im Schnitt pro Anruf 50 Euro flöten. Oha. Ja, das ist, weil der ganze Laden aus Metall ist. Da kommt keine Funkstrahlung durch. Kannst ein Starkstromkabel ranhalten, fängt nix Feuer. Franz, nun lass mal. Oh, da musst du mit Benzin beigehen. Wie ging das denn nun weiter, Udo? Ja, ich hab unseren Wagen gefunden, aber von meiner Mutter keine Spur. Plötzlich eine Durchsage. Eine Mutter hat ihren Udo verloren. Du, das hat sie dreimal gemacht. Da fühlt sich ja zuerst gar nicht angesprochen. Oh, oberpeinlich. Ja, die können uns mal. Ab sofort gilt bei Ikea, falls wir uns verlieren, wir treffen uns alle 10 Minuten am Auto. Puh, das ist die einzigste Möglichkeit. Was macht dein Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch Kindeskind mit 5 Buchstaben. Puppe? Jawohl. Sitz, Roggi. Mach schön Sitz. Was ist das denn? Du, das ist ein Hundeklicker, ne? Sitz. Ja, weil mein Roggi hatte Ärger beim Tierarzt. Er hatte Mittelohrentzündung, wir also im Wartezimmer. Du weißt ja, und er geht immer auf Strumpfhosen. Und er war bei so einer Dame an Festkrallen und dann hat er sie am Bein so ange... Also, ich möchte das gar nicht sagen. Ja, guck der Lippenstift raus, ne? Geh euch also... Aber allein schon. Na, guck mal, wo sitzt er? Fein, Roggi. Fein, fein, Roggi. Ja, und was soll das Ding nun? Ja, den Klicker, den habe ich ja von Tierarzt gekriegt. Das ist ja so ein Konditions... Ja, was ist das? Training? Konditionstraining oder so. Jedes Mal, wenn ich klicke, dann soll er was machen. Dann kriegt er Wurst noch dazu. Und irgendwann brauchst du den Klicker gar nicht mehr, weil... Oh, Moment mal, wär's nicht besser, irgendwann brauchst du die Wurst nicht mehr? Ja, wieso? Dann macht er ja nichts. Also, du, jetzt bin ich durcheinander. Rocky, mach mal was. Ja, guck, er macht jetzt gar nichts. Er ist auch schon ganz... Also, Rocky... Rocky! So, Ruhe jetzt mal. Gib mir ein Mettbrötchen her. Was? Das für Franz. Das ist mein Mettbrötchen. Du kriegst das nächste. Das ist jetzt ein Experiment. Also, ohne Klicker. Aus jetzt. Ach so. Und nur mit Matt. Na, mein Rocky. Hier, guck mal. Mach mal was. Siehste? Jetzt kommt er. Und ohne Klicker. Du, das glaube ich jetzt nicht, ne? Du, Hunde brauchen nur eine klare Struktur. So einen Klicker brauchst du nicht. Das ist das ganze Geheimnis. Das habe ich bei der Tiernanny gesehen. Also, dann bin ich praktisch mit so einem Mettbrötchen in der Handtasche unabhängig, wenn er mal was machen soll. Oh, was kann er mal machen? Er kann sich gehackt legen. Mettbrötchen her, zack, zack, hier. Das dauert mir zu lange. Franz. Ich brauche noch Monogamie. Ehe. Und hör auf zu brüllen. Nee, mit 6. Also, Franz, jetzt reicht's. Was gibt's Neues? Also ich überlege momentan, ob ich nicht auch mal Kontakt zur Bundesregierung aufnehmen sollte, weil ich bin ja irgendwo auch in der gleichen Situation wie Opel. Ach, guck an, wie viele Milliarden brauchst du denn? Ja, nun lass mal, feststeht, A, ich habe auch
Nicht zuletzt durch die aktuelle Krise drohende Zahlungsschwierigkeiten. Wieso? Du wirst doch vom Mutterkonzern über Wasser gehalten. Verstehe ich nicht. Also allein schon. Naja, ist ja auch egal. Was ich meine ist, B, sind ja von mir auch Arbeitsplätze und Zulieferer abhängig, heißt das so? Du, ich meine nur mit einem Rär. Ja, meine ich doch. Das kommt von Zulieferer. Rong. Also, die liefern was zu. Was weiß ich? Zigaretten und DVD. Du, und wenn ich das nicht mehr bezahlen kann, da hängt eine ganze Industrie dran. Hier, Rubbellose. Siehst? Also, um nur einige Branchen zu nennen, die an meinen Tropf hängen. Brauereien. Mhm. Ja, du bist echt wie die Autoindustrie. An der Wand gefahren und dann willst du noch Geld abgreifen. Nein, ich will auch nur Arbeitsplätze erhalten. Ja, und unser Steffi kriegt gar nichts vom Staat. Obwohl sie einen besseren Job macht als alle Automanager zusammen. Also, geh euch. Ja, ist doch so. Bei Opel verzetteln sie sich mit 17 Modelle. Also, was haben die da alles? Agila, Antara, Astra, Astra, Twintop und. Und wie viel hast du? Ich hab Matt als Zwiebelmatt, Hack als Matt mit, Jachtwurst, Bierschinken, Schmierkäse. Das lecker. Fleischsalat. Ja, guck, kriegst du da vom Staat Unterstützung für? Nee, erst wenn ich in Solvenz komm. Siehste? Ne? Denn ich lasse ja ausschließlich in Deutschland backen. Du und ich schmier noch selber. Ja, dann schmier man mal zu. Ich warte hier schon die ganze Zeit. Ja, mach du erstmal dein Rätsel. Ich brauch noch Starkos Turm. Hier, Polly und Schweini? Nee. Ach nee, den weiß ich auch nicht. Ah, guck, und das hier, das ist so ein 50 Liter Kanister Carbolonium. Das kriegt man gar nicht mehr heutzutage. Willst mal riechen hier? Oh, nee, danke. Ich habe schon Kopfschmerzen. Sagen Sie mal, müssen wir denn das Ganze hier im Schuppen machen? Ja, setz dich mal hin. Guck, hier, das auf dem Bird da, das ist eine 120 mm Mörsergranate. Hat auch nicht jeder. Klappt das? Ja. Was? Oh, Herr Gerke, was haben Sie... Ja? Was haben Sie denn hier alles für Tanks und Kanister? Oh, das ist nicht ohne, ne? Klappt das? Ja, ja. Ja, also ich hab hier recht, das sind 1000 Liter Diesel. Ich baue schon mal auf, ne? Ja, die habe ich hier eingelagert für Udo, wenn mal die Preise durch die Decke gehen, sagt er nicht. Und dann habe ich hier noch, da bin ich ganz stolz drauf, 50 Kanister Kerosin. Das geht sogar für Düsenjäger. Glaubt das? Hm. Und ja, und dann habe ich hier noch so die eine oder andere Kleinigkeit mit Pulver so, ne? Also, was man so braucht. Schwefel, Backpulver, Salpeter, kennst du das? Holzkohle und den Papprollen, Panzerband für die satte Mischung. Mhm. Ja, hier ganz rechts, das ist alles Propangas. Also, Herr Gerke. Ne, da kann man immer gebrauchen, auch die leeren Flaschen. Ja, dann vielleicht doch... Und dann oben habe ich noch so eine ganze Galerie Terpentin. Mhm. Herr Gerke, vielleicht dann doch lieber draußen. Ja, auf der Gartenbank, da draußen vielleicht. Ja, dann komm mal mit. Was willst du denn nun? 1, 2, bitte schneiden. Test. Herr Gerke, Sie sind Stammgast in Stefanis Schlemmerbistro. Was ist denn daran so besonders? Ja, ich kenne Steffi ja schon lange. Von ihr Schwester her noch. Die war Tresenkraft in der Schwarze Rose dann hinter dem Busbahnhof. Da war ich früher öfter mit meinem Vater und dann... Steffi war dann ja später auch zum Kellnern da. Ach, davon hatte sie mir im Gespräch was erzählt. Ja, den Laden haben sie denn ja auch bei so einer Razzia dicht gemacht, ne? Und dann machte die eine Friseur und die andere Futterluke, also diesen Imbiss. Jedenfalls hatten sie denn irgendwann zusammen diesen Bräunungsladen, aber das lief ja nicht. Und dann machte sie die Bistro auf und dann gehe ich da morgens immer hin mit meiner Zeitung, ne? Und Mettbrötchen, denn wunderbar. Also wie eine kleine Familie. Wie sieht's denn in Ihrer Familie aus? Ja, ich hab 2 Söhne aus meiner ersten Ehe, Reinhold und Joachim, plus Enkel. Und dann war ich 3-mal verheiratet, ne? Und glaub es oder nicht, die Weiber leben alle noch und halten die Hand auf, du. Ich hörte, dass... Glaubt das? Ich hörte, dass Ihr Vater auch noch lebt. Ja, der ist ja damals mit meiner zweiten Frau durchgebrannt, der Arsch. Und dann war Funkstille, ne? Dann hatte sie aber so einen Reifenhändler und dann kam er wieder angekrochen und wohnte dann bei mir. Und dann waren wir ja immer zusammen nach Steffi hin morgens. Und dann quakelte er mir immer in mein Rätsel rein. Und dann wollte er mir überhaupt meinen ganzen Lebenswandel vorschreiben. Und dann gab es den großen Streit. Und dann, ja, nach dem Zimmerbrand ist er dann ins Heim gegangen. Zimmerbrand?
Ja, da, weiter war da nichts. Was wollen Sie denn noch wissen? Sie hatten ja eine bewegte Vergangenheit, auch mit vielen Begegnungen mit Prominenten. Wer hat Sie denn am meisten beeindruckt? Ja, das war Heinz Rühmann. Also, ich habe hier damals neben ihm gestanden, im Klo an der Rinne im Berliner Hauptbahnhof. Und dann gucke ich so rüber und sage, sind Sie nicht Heinz Rühmann? Dann sagt er, jawohl, sieht man das? Und dann haben wir beide gelacht und dann noch fast die Hand gegeben. Aha, glaubst du das? Ja, und dann Zara Leander, da war ich ja mal in der Villa als Handwerker. Und das sage ich Ihnen hier jetzt mal ganz deutlich. Unter uns, die ganze Wahrheit, da ist nichts gelaufen. Ach, da war nichts. Ach so, ja. Wenn wir die Zeit vielleicht noch haben, ein kurzes Wort zu Udo. Ach, Udo ist ein ganz patenten Kerl. Der könnte ja mein Enkel sein, ne? Aber wissen, was keiner weiß? Also, ich glaube, das weiß Udo sogar selber nicht. Sein Vater, der hat ja damals... Ist das nicht unglaublich? Ist was? Nicht wahr. Ja. War da jetzt gerade was mit Ihrem Gerät, so ein Knieschen? Das ist ja alles digital, geht heutzutage nichts mehr verloren. Ja, vielen Dank dann. Du, warte mal. Ja? Ich muss noch mal loswerden. Ja. Hab da noch keinen erzählt. Als ganz kleiner Junge bin ich aus einem brennenden Haus gerettet worden. Das ist ja furchtbar. Ja, die konnten mir aber nichts nachweisen. Was gibt's Neues? Also ich hatte letzte Nacht einen Traum, der war so spannend, ja. Dann ging der Wecker, du, da habe ich die Schnusstaste gedrückt, dann träume ich den gleichen Traum weiter, Teil 2 sozusagen, und dann musste ich auf Toilette. In deinem Traum? Nein, in echt, und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Du, nun bin ich direkt gespannt, wie der nächste Nacht weitergeht. Sag mal, hast du eine Ratte ab? Georg. Du willst mir erzählen, dass du Fortsetzungsträume hast, so wie eine Fernsehserie? Ja. Also du meinst... Sagen wir mal heute Nacht. Udos erotische Begegnung an einem Supermarktregal, Teil 1 bis 4. Bleiben Sie dran bis nach dem Toilettengang, oder wie? Also du redest einen Scheiß, Georg. So ein Traum war das doch gar nicht. Aber war trotzdem schön. Ach, hat deine Mutter auch mitgespielt? Also ich hab nur Träume, da ist nie was los. Dann stehe ich im Traum höchstens mal eine Wurststeke und probier Bierschinken auf der Hand oder so. Und dann sagt eine Stimme, Daria Harlos, die Blutwurst ist frisch. Dann wache ich auf und dann ist schon wieder alles vorbei. Ich hatte ja neulich geträumt, dass ich mir so einen Schlangenstütz-Rundhalstopp bestelle, ne? Ja. Nun pass auf, 2 Tage später kommt ein Päckchen. Oh. Nur rate mal, was da drin war. Also, der Schlangenstrumpftopf? Nein, der V-Hobel 3998, aber auch von HSE. Das ist doch direkt unheimlich, oder? Also, wo ich doch nur gerade, ne? Ja, das gibt so Dinge, also so Wahrträume. Allein schon. Ja, ist doch so, wa? Ich träume manchmal, dass bei meinen Nachbarn die Gartenlaube hochgeht und überall riesige Feuerbälle sind. Also bei dir sind das ja wohl Wunschträume, Franz. Was macht dein Rätsel denn? Ich brauch noch Klosterfrau. Melissengeist? Nee, mit N. Ja, nee, den weiß ich auch nicht. Was gibt's Neues? Du sag mal. Macht ein Kuckuck eigentlich wirklich Kuckuck? Was hast du denn für Probleme? Nein, ich meine ja nur, weil er denn ja wirklich so heißt, wie er macht. Ja, Moment, was macht er denn? Ja, Kuckuck, Kuckuck. Ich meine, sonst gibt's das ja überhaupt nicht in der Natur, also in der deutschen Natur. Ja. Was jetzt? Ja, dass einer so heißt, wie er macht. Es ist doch so, oder ist das nicht so? Specht macht ja nur Tag-Tag und nicht Specht-Specht. Also ich meine, der Kiwi, der macht doch... Kiwi, Kiwi. Also Georg, Kiwi ist ja wohl eine Südfrucht und Obst macht ja wohl nix. Also wirklich. Oh, dann friss mal einen Pfund Kirschen und trink einen Liter Wasser drauf, du. Also was ich meine, der Wiedehopf heißt in Spanien Bobo, weil er ja immer so macht, so Bobo, Bobo, Bobo. Guck an, woher weißt du das denn? Ja, von meinem Kumpel Bobo, der sieht aus wie so ein Wiedehopf, also von der Haare her. Ja, was hat er denn jetzt mit Spanien zu tun? Ja, da hat man die Haare so. Wie wer? Also jetzt bin ich auch schon selber durcheinander, Mann. Ja, du bist doch angefangen mit dem Kuckuck-Kram hier. Also Moment, so weit kommt das noch, dass der deutsche Wiedehopf Bobo, Bobo macht. In Spanien machen sie ja wohl ganz anders. Also die Menschen ja auch. Ja, da hat Steffi nicht ganz unrecht. Ich meine, was weiß ich jetzt, so ein polnischer Hahn? Ja. Der kräht ja...
Kukuriku und der englische Cockadoodle-Doodle-Do. Ich meine nur mit ein Doodle, das habe ich mal in so eine Tierdoku gesehen. Wie sind wir da jetzt eigentlich aufgekommen? Ja, du hast doch gefragt, ob der Kuckuck mag. Ja, also sonst würde er wohl nicht so heißen. Also manchmal glaube ich, bin hier in falschem Film. Was macht dein Rätsel denn? Ich brauche noch Schifffahrtskunde. Passagier? Nee. Was gibt's Neues? Du weißt, was ich gerade im Radio gehört habe. Nee, was denn? Auf Mount Everest kann man keine Eier kochen. Die haben da andere Steckdosen, meine ich, ne? Nein, das wegen so Moleküle. Auf jeden Fall geht das nicht. Also achte ich mit Campingkocher, weil der da so hoch ist. Ja. Aha. Klugscheißen mit Halbwissen. Das habe ich ja besonders gern, du. Ja, was? Versteht, du kannst ja keine Eier kochen. Das geht nicht wegen, Ja, was? Wegen was denn? Ja, wegen Diverses. Auf jeden Fall wird das Stunden dauern. Es ist ja nur auch egal, warum, Georg. Oh. Nur lass mal, das interessiert doch gar nicht. Es geht doch darum, dass man da als Bergsteiger 8000 Meter oder Kilometer, was ist das da? Also man da hochklettert und dann denkst, Mensch, jetzt erstmal ein schönes Ei. Also, ne? Das ist doch eine Enttäuschung. Also, ich kann ein Ei kochen, solange ich will. Das bleibt dir unbenommen, Franz. Aber danach sind die Dinger immer noch steinhart. Also mein Ernst, was immer gut geht auf Mount Everest, ist Eier mit Senfsoße. Wie, was? Ja, Eier mit Senfsoße. Da nimmt man sich die hartgekochten Eier mit hoch auf Mount Everest. Brauchst du nur ein bisschen Senf in eine Mehlschwitze? Naja, Mehlschwitze geht doch wohl in diese Höhe, wa, Udo? Ja, da haben sie wieder nichts von gesagt. Gehe ich aber mal von aus. Oder, wenn das mit dem Ei nur wegen Kochen Wasser nicht klappt, nimm schön so ein Körbchen Rühreier mit hoch. Siehste? Und mach's auf den Gipfel. Schöne Rührei in der Pfanne. Ja. Bisschen Petersilie, Schinkenwürfel, frisches Brot dazu, bisschen Ketchup. Ah, ja, lecker. Und fertig ist die Laube. Ja, genau das hat Reinhold Messmer ja auch gemacht. Hat er mal bei Kerner erzählt. Und ohne Sauerstoffmasken. Auf dem Mount Everest? Nein, bei sich zu Hause. Das mache er wohl ganz gerne mal. Ja, er ist ja Mensch geblieben. Das macht der Rätsel? Ich brauch noch Ausdrucksform. Mit vier. Ja. DIN A4. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Du, und mach nur eins für meinen kleinen Freund hier. Nimm mal einen Roggi. Milch und Zucker nehme ich denn selbst. Nee, kein Mettbrötchen mehr für Roggi. Nimm mal Roggi. Da kriegt er Fieber von, hat sein Tierarzt gesagt. Roggi sollte zum Sehtest, weil er starrt ja immer so. Guck mal, jetzt auch wieder. Du, den wollt er da nicht auf den Tisch. Den habe ich ihn mit Mettbrötchen da so raufgelockt. Ja. Wie du mir das neulich beigebracht hast, Udo. Siehste. Du, das gab aber mega von Tierarzt. Also, allein schon. Was? Von Mettbrötchen kriegt man Fieber? Hab ich noch nichts von gemerkt. Nein, nur für Tiere. Das ist, weil das rohes Schweinefleisch ist. Da können so Lamellen drin sein. Dann kriegen die Virus oder sogar Fieber. Dann gib ihm doch Hack. Nee, Hack ist ja nur auch rohes Schwein. Ja, wieso? Hack ist doch kein Schwein. Also Hack ist Misch. Ja, nun gibt das ja Tartar vom Rind. Ja. Hack Misch mit Fett vom Rind. Also. Mett ohne und Misch Hack mager als Mischmett. Ja, Auf jeden Fall vom Rind. Auf Wunsch. Dann will ich Rindermett. So genau. Gibt es nicht. Also manchmal, Leute, auf jeden Fall macht rohes Fleisch auch aggressiv, Georg. Man sieht das ja bei Löwen und Tiger. Und das will ich nicht bei meinem Roggi. Ah, der Hund wird jetzt artgerecht ernährt. Ja, mit Schmierkäse. Du, da habe ich immer so ein bisschen in der Handtasche. Das ist auch lecker. Weil da drin stank das ja auch immer nach diesen Mettbrötchen. Das war wie so nächste. Ja, dann zeig mir her. Dann gib mal so ein bisschen Schmierkäse auf den Finger. Nimm mal einen Roggi. Komm mal her zu Udo. Du, er merkt gar nichts. Was macht? Er starrt ja nur so vor sich hin. Ja, er ist auch schon viel ruhiger. Also jetzt mit den Schmierkäse, ne? Er hat nur heute, ja, was hat er? So 12, 15 Vollfett-Ecken mit Körner, Grauschimmel, Streichzart. Du, guck, ne, liegt er da so ganz ruhig und ist ganz lieb, ne, mein Roggi? Oh. Was macht dein Rätsel? Ich brauch noch Erdteil mit 5 Buchstaben. Berge? Jawohl! Was gibt's Neues? Ja, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Ach ja. Ich bin da einmal drüber gegangen, Wurst in der Hand. Mhm. Also ein Gedränge. Ja. Und die Leute bleiben einfach vor dir stehen, ohne Sinn und Verstand. Du, und dann stehst du dahinter in Stau und musst dir das ganze Gequetsche noch mit anhören. Was weiß ich, Melanie verkauft jetzt Krabbelpuschen, dabei hab ich das aufgebracht und also. Ja, meist so Frauen mit Kinderwagen und noch einen Rucksack auf dem Rücken.
Kein Wunder, wenn du die da mit Senf beschmierst. Und dann werden die noch pampig und fangen an zu böbeln. Ja. Halbe Stunde da, 20 Minuten Streiterei. Ich gehe da nicht mehr hin. Dabei geht das immer so besinnlich los. Ich war nach dem Shop mit meiner Schwester und ihrem Timo. Er soll den neuen Schnieger kriegen. Nach auf dem Weihnachtsmarkt am Stand für Tierschutz. Jo, was hatte ich da? 2 Lumumba, 2 Glühmit. Dann hatte er da noch so einen heißen Hugo. Ja, und wer ist er? Du, das war so ein Mario aus Erfurt, irgendwo in Saarland. Also, man kommt ja ins Flirten, ne? Ja. Du, und dann hakt sich meine Schwester bei denen unter und ich bleib da stehen mit Rocky und Timo. Also. Und dann tut sie noch so, als wäre das mein Sohn. Also typisch meine Schwester. Puh, Familie kannst du nicht aussuchen. Ja, ist doch so, immer dasselbe. Und dann zu Weihnachten, ne? Ja, bei mir lief das auch nicht gut. Oh, Udo. Ja, hast du denn schon mal versucht, an so einen engen Tresen voller Glühweinbecher, Nackenstich mit so einer Sehne, mit Plastikmesser und Gabel so durchzukriegen, mit Fausthandschuhe an. Oh, Sünde. Du, und dann rutscht dir doch vielleicht noch ein bisschen ab. Du, dann steht da vielleicht zufällig so eine Ziege in so eine weiße Steppjacke, also. Lass mich raten, Platzverweis. So gesehen. Ja, sag ich ja, Weihnachtsmarkt ist was für Warmduscher. Ich vergesse noch auf den Zwutsch, dann steh in Kaffee Rösler. Eieieiei. Ja, hast du doch nicht auch noch Hausverbot, weil du da eine Decke geschossen hast, weil dir die Musik nicht passt? Ja, genau. Nee, die haben jetzt einen an der Orgel. Allerbest. Ja, du hast auch einen an der Orgel. Wieso, was will er denn? Was willst du denn? Was? Jetzt sag mal friedlich, ist Adventszeit. Jetzt mit raus. Das ist so schön, Mann. Was macht dein Rätsel? Ich brauche noch Kleinstadt in den Pyrenäen. Ah, oh, hier, Pygmäen. Jawohl. Was gibt's Neues? So, wie sollen wir Sonntag machen mit die Staatsanmusical? Wie meinst du das denn jetzt, Georg? Ja, wenn ich fahren soll, muss ich Spritgeld kassieren. Und in meinem Auto wird nicht geraucht und nicht gegessen. Die Krümelei wie letztes Mal tue ich mir nicht mehr an. Georg, das meiste war auf meinem Pullover. Das haben wir nun schon tausendmal durchgekaut. Und dann mit der Schokocreme an den Kopf stützen, das habe ich auch wohl bezahlt. Also Udo, ich weiß jetzt noch nicht, wie einer da Flecken hinkriegt. Du hast doch vorne gesessen. Ja, meine Güte, ich war eben gut drauf. Was willst du denn überhaupt für Spritgeld? Ja, das entscheide ich nach dem Tagespreis. Ich tanke erst Sonntag, da bin ich Zocker. Siehste? Rechne mal so mit 5 Euro. Ach, das wollte ich sowieso noch fragen. Könntest du mir die vielleicht vorstrecken? Denn kann ich... Das heißt, Quatsch. Gib mir mal 20, weil dann kenne ich dir sofort... Nee, Georg, wir machen das zu umständlich. Gib mir 50, weil die krieg ich von meiner Mutter Sonntagabend wieder und dann ist es gleich glatt. Boah, dann warte mal schön bis Sonntag. Ich glaube, ich spinne hier, du. Also Udo, dann lege ich dir das Spritgeld aus. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Ich warte nun schon seit Tagen auf mein Ricarda M-Paket von QVC. Ah. Mit dieses crazy Glam-Shirt, weißt du, mit so einem Stressdetail und Kontrastnähte. Oh. Die Post kommt ja nicht. Mensch, was war allein 12 Paar Leggings? Georg, ich meine obenrum. Ach, aber was noch viel schlimmer ist, ich weiß nicht, wohin mit Rocky. Bei meiner Schwester kann er nicht hin, da darf nicht auf dem Sofa essen und das kennt er nicht und dann möchte ich das nicht. Du, Udo, Tarzan ist doch was mit Explosionen und Ballerei in Urwald, so wie in den Filmen, ne? Nein, das ist ein Musical, da singen sie nur. Was? Also Leute, bald habe ich den Kaffee auf mit euch. Im Auto darf man nicht mehr atmen. Udo ist pleite und ich soll ihn in frei halten. Ups. Der eine will immer nur Ballerei. Was? Dann habe ich nichts anzuziehen und weiß ich nicht mehr, wohin mit Rocky. Es ist er. Du, Steffi, dann hast du auch bestimmt keine Lust mehr zum Rätsel, wa? Ja, was willst du denn? Ich brauche noch römischer Kaiser nach Augustus. Tiberius, so, da hat das. Was gibt's Neues? Du, wie geht euch das? Ich bin immer noch total hin und weg von Tarzan und von dir, mein Steffi. Ja. Mit deinem Glitzershirt warst du ja wohl meiste Schickste. Ein Glam-Shirt, Udo. Und dass das dann am Samstag auch noch ankam. Also, oh, ich hab das jetzt auch nochmal alles sacken lassen. Ein ganz tolles Musical, also vielen Dank nochmal. Allein der Sekt war ja wohl der Hammer, vom Preis her, aber auch schön kalt, also richtig edel. Ja, wenn ich jetzt mal so Musicals vergleiche, die Fingerfood zur Pause, das war besser als bei Phantom in der Oper soweit. War lecker. Aber dann macht mich ja noch diese Zicke von vorne an, dass ich nach Knoblauch und Westernsoße riechen würde. Also. Ja, dabei roch sie doch nach Tosca. Oh. Also allein schon. Wie fandst du denn Tarzan, Franz? Ach ja, das war ganz schön.
Und einmal hat der Papiereimer auf der Toilette gebrannt. Da war was los, so. Also die Damenklos waren sehr sauber. Ich will das alles gar nicht wissen, Steffi. Da gucke ich immer zuerst hin. Ja, und was ich auch noch besser fand als beim Phantom von der Oper, diese Freidrinks für den Aufpreis. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, das war mal was Neues. Also Udo, das wollte ich dir noch sagen. Du bist ja nach der Pause allein fünfmal auf Klo. Sie waren alle genervt, diese Unruhe. Und nachher hat sogar Tarzan selber geguckt. Hab ich genau gesehen. Also, lass dich doch gestern auf der Rückfahrt noch beschwert, dass sie gar nichts gesehen hat. Ja, das war was anderes. Meine Schwester hatte ja gemeint, bei ihr im Büro hatten sie gesagt, dass man bei Tarzan richtig was sehen kann, wenn er so in seinen Lendenschutz so über einen rüber, ne? Hm. Aber er hatte ja einen String drunter. Sag mal, wie hat Rocky das denn gestern eigentlich verkraftet? Naja, er war ja bei Timos Freundin, also bei ihren Eltern. Du, dann haben sie wohl kurzen Moment die Tür hinter ihm zugemacht. Dann soll er da das Türblatt zerkratzt haben. Also das müssen sie erstmal beweisen, dass er das war. Dann hat er ein Handy zerbissen, sagen sie. Und den Teppichboden müssen sie wohl rausreißen, also ich zahle das nicht. Ja, manche nutzen es aus. Sonst war ja schön. Unterm Strich, so gesehen, ja. Was macht der Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch überlieferte Geschichte. Überliefert? Einschreiben. Gibt's schon was Neues von Heino? Ja, ich hab die Zeitung heute noch nicht gelesen. Meinst du jetzt wegen seiner Sexgeschichte von gestern oder was? Ich meine nur, das gab doch bestimmt Ärger mit seiner Frau. Wenn er in der Zeitung sagt, wir machen das dreimal in der Woche. Du, ich weiß gar nicht, ob sie will, dass das jeder weiß. Also, ich mach mir das gar nicht vorstellen. Mit Heino jetzt? Das natürlich auch. Allein schon. Ohne Brille. Ja, aber auch, dass das denn jeder weiß. Dreimal die Woche, also wirklich. Heino? Der hat doch einen Kanister Viagra in der Garage stehen, da glaub mal. Nein, sag mal nix. Er ist deutsche Eiche, sagt er selber. Auch noch mit 70. Und das ist ja nun nicht so, dass Heino nur ein Sexfort ist. Ja. Er hat ihr ja nur auch vor 2 Jahren zu Weihnachten neues Kniegelenk geschenkt. Siehste? Also, das kommt ja wohl auch von Herzen. Ich frage mich, wieso? Wieso sowas in der Öffentlichkeit kommt? Ja, so gesehen sowieso. Nur, das ist ja nur, also, was weiß ich, weil Promis brauchen Storys in der Zeitung. Ja, und was liest du denn sofort? Also, wenn da steht, Heino geht dreimal in der Woche auf dem Wochenmarkt und legt dabei Wert, was weiß ich, auf Qualitätsprodukte, bla bla bla, aus der Region. Ach, ist das so? Oder willst du lesen, dass er noch dreimal in der Woche am Kanassern ist? Ja. Ne? Also, ist das so, oder? Udo. Ist das nicht so? Stimmt natürlich. Das ist genau wie mit diesem Bohlen, der gesagt hat, dass Michelle eine Granate im Bett ist. Was ist denn eigentlich eine Granate im Bett? Moment, dass Michelle eine Granate im Bett ist, das hat dieser Nachrichtensprecher gesagt. Dieter Bohlen ist nackt in den Wald gelaufen, auf Krücken meine ich, nach diesem Überfall. Nein, oder mit den Krücken, das war ja die Frau von Jürgen Drews. Die hatte er beim Kamasutra unglücklich vom Bett geschmissen. Wer? Bohlen? Nein, Drews. Also, das wäre mit Heino nicht passiert. Er sagt dir selber wörtlich, ich bin kein Hirsch mehr, sondern ein einfühlsamer Lover. Er ist ja aber nun auch noch in erster Linie Sänger. Das bleibt nicht unbenommen. Was macht der Rätsel denn, Franz? Ich brauche noch wichtige Unterlagen mit 9 Buchstaben. Tischsets. Jawohl! Steffi! Machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich jetzt schmieren. Milch und Zucker nimmt er selber, ne? Was gibt's Neues? Ja, ich will das nicht so hochhängen, Steffi, aber sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, ich wollte ja nichts sagen, aber allein schon. Ja. Du hast ja kalkweiße Haare, wenn das doch nicht passiert. Jetzt fangt ihr nicht auch noch an. Das ist ein Färbeunfall. Du kriegst ja vor Weihnachten keinen Friseurtermin mehr. Also jetzt mit Nachfärben. Ja, und deine Schwester lässt er jetzt wohl nicht mehr bei. Siehst, dann hab ich das selber gemacht. Colorcreme, noch mit so einem Volumizing-Effekt. Hatte ich mir noch die Eieruhr gestellt. Dann lag ich mit Rocky auf dem Sofa. Nimm mal Rocky. Ja. Flasche Wein dazu, schön Carrera-Skala im Fernsehen. Ja. Ja. Dann wach ich erst mitten in der Nacht wieder auf und da war alles zu spät. Ach, und dann hast du das viel zu spät abgemacht. Also auch von deiner Stirn und so, weil das sieht ja aus wie rohes Fleisch. Oh, Sünde, sieht man das immer noch so schlimm. Ja, und wenn du da jetzt noch mal beigehst, dann wird das Haar grün. Oh. Das erzählten sie neulich im Fernsehen bei Abenteuer Leben. Oh. Und dann mal fröhliche Weihnachten. Ja, toll. Ich sitze ja wie so allein unter dem Weihnachtsbaum und dann sieht mich keiner. Ja, Steffi, dann machst du doch eine gaggige Farbe drüber. Anders geht das ja gar nicht. Dann musst du noch mal zum Friseur. Du kriegst ja keinen Termin mehr. Und ich habe ja noch so viel auf dem Zettel. Du musst noch Käse einkaufen für Raclette. Kriegst du jetzt gar nicht mehr. Ja, dann noch Kassler Abschnitt zum Überbacken. Das wohl zu spät. Dann noch zur Post ein Paket aufgeben. Das kommt sowieso nicht mehr an. Ja, also heute, also, dann fällt ja wohl alles aus. Ich kann mich ja auch ins Bett legen. Du, Steffi,
Sonst setzt sie doch Heiligabend so eine rote Nikolausmütze auf, denn sieht man das nicht so. Ja, toll. Diese Mützen kriegst du jetzt gar nicht mehr. Also wirklich, ihr? Also ich würde noch brauchen Friedensvogel mit 5 Buchstaben, aber ich will nichts gesagt haben. Möwe, ne? Nee. Franz. Ja, jawohl. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nimmt er selber, ne? Oh mein Steffi, du siehst ja wieder richtig blond aus. Wie hast du das denn gemacht? Du, die Azubine von Captain Stahl hier, Jennifer, ja. Die hat mir das nach Feierabend gemacht. Aha. Auch auf Rechnung? Nee, hab ich gleich bezahlt. Aha. Ja, sie musste ja noch 2-mal mit Golden Glam and Shine rüber. Hat sie mir noch eine Welle reingemacht. Oh, ich mach das trotzdem leiden. Ja, nur ist ein bisschen krüsselig, aber ich lebe wieder. Oh, ganz ordentlich. Du, was ich aber fragen wollte, ja? Kartoffelsalat mit Ei direkt rein. Also sag mal, wie kommst du da denn jetzt auf einmal auf? Ja, ich wollte mir Heiligabend mal was gönnen und mir mal so ein Schälchen machen. Mhm. Habt ihr da Rezepte? Also Ei kannst du mal knicken, dann kannst du ja gleich Eiersalat. Sehe ich auch so. Und ganz wichtig, Tomaten nur oben auf als Deko. Hm. Gurke darf, Zwiebel kann, Mayo muss. So geht das. Schön Würstchen dazu. Hm. Aber ich esse ja eh Raclette. Ja, und wir essen nur schon seit Jahren Kartoffelsalat mit Weihnachtsgans. Das ist auch richtig lecker. Sag mal, Udo, geht's noch? Das ist ja nur Sünde. Das ist ja kein Mensch. Also sowas. Du, das ist eine schöne alte Tradition. Also nicht in, also bei normale Leute jetzt. Hallo, meine Mutter macht Heiligabende Gans, dann macht sie schön den Baum an. Oh, schön. Und legt meine Geschenke schon mal hin. Ja. Und ich schlüre dann nochmal zur Tankstelle. Aha. Ja, letzte Einkäufe machen. Guck an. Dann klöne ich da ein bisschen und dann bringe ich immer noch ein Pack Kartoffelsalat mit. Was? Ja, ist ein Kühlregal. Dann mache ich da noch ein bisschen Senf bei, rühre da durch und das schmeckst du denn nicht den Unterschied. Da brauchst du gar nicht so zu gucken, Georg. Ja, nun muss jeder selber wissen. Sonst, also ich könnte mir ja auch mal so ein, klassisch wäre ja so ein Leberwurst. Brot. Tja. Und das gönnt man sich denn mal zu Weihnachten als Pastete. Ja, Bitte? Dann haben wir das ja auch. Was macht dein Rätsel? Ich brauche noch undichte Stelle mit 4 Buchstaben. Dach. Jawohl. Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Und das sind ihre Gäste. Herr Ahlers. Ja, das tut ja nichts zu sagen. Udo. Ja. Das kann's haben. Udos Mutter. Ja. Und Opa Gerke. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Puh, dann ist ja morgen Heiligabend. Naja, kriegen wir auch rum. Ja, ich hab meinen Sohn abgesagt. Die können mich mal. Da haben sie ja sowieso nur Elektrokerzen am Baum und den Schnaps darf ich auch nicht mehr anzünden. Seit letztes Jahr. Oha, ja, richtig. Also, wenn du willst, dann komm vorbei, mein Franz. Ich bleib eh hier in meinem Bistro, weil hier steht ja der Baum und alles, also. Ach, hast du denn genug Raclette-Käse? Es geht noch darum. Ja, hallo mit O, ne? Ah ja, hallo. Was ist denn? Ich mach mal so, ne? Frau, Mutti, was machst du denn hier? Jo, was mach ich hier? Was mach ich hier? Ich hab die ganze Boy, ne? Die muss auch noch auftauchen. Ah, jetzt hat sie sich verplappert. Wie, was? Na? Also. Ach so. Toll. Braucht mir einen Storch. Ihr macht mich fertig. Ich meine ja nur, weil... Ihr macht mich alle fertig hier. Du machst mich peinlich. Ja, nun musst du das aber auch sagen, Steffi. Bitte. Mann, Mutti. Ich dachte ja nur... Geh euch allein in seine Küche an Heiligabend. Franz, Also. Udo. Wir sind doch eigentlich schon so eine richtig kleine Familie. Ach so. Also wirklich. Das ist ja fast wie in so einem kitschigen Film hier. Nur untertreiben wir nicht, Georg. Oh, auf so ein Glühwein und ein Stückchen Fleisch würde ich noch vorbeikommen, bevor ich mich schlagen lasse. Ach, überhaupt. Über mir wohnt so eine alte Dame, die ich sonst immer noch mal an Heiligabend besuche. Ja? Ihre Katze hat Diabetes und sie ist ja nur alterserblindet. Oh, Sünde. Also die Katze. Ja, alleinchen. Darf ich die mitbringen? Die Katze? Ja, und die Dame. Ach, Udo, das ist ja wohl der Sinn von der Weihnacht. Die Katze versteht sich ja bestimmt mit Rocky, wenn sie ihn nicht sieht. Ja, das denke ich mal auch. Ich bin noch heute so gerührt. Ach, Franz. Ich spiele euch direkt mal einen auf hier jetzt. Süß. Frohe Weihnachten, ne? Ave Maria. Ja. Also gleich fange ich an zu weinen. Also, fröhliche Weihnachten an euch alle und alle Menschen überall auf der Welt. Das hast du doch aus dem kleinen Lord. Das ist ja egal, es ist ja die Wahrheit. Also Franz, einmalig. Habe ich auch als Klingelton. Du, Steffi. Ja? Ich hab dich ganz doll lieb.
Ach, komm mal her, mein süßen Tüdel. Jetzt kriegst du erst mal ein Küsschen. Allein schon, Mutti. Was gibt's Neues? Ja, bleibt das denn nun bei heute Abend, dass wir wieder alle zusammen feiern? Ja, das hat sich ja Heiligabend bewährt. Bis auf die Sache, dass Franz wieder Tannenzweige über die Kerze gehalten hat. Wieso? Ja. Das machen viele, das riecht doch so schön. Ja, aber dann macht man die vorher ab vom Baum. Ja, nu, aus, Rocky. Können wir gerne wieder machen, aber nur unter einer Bedingung. Ja. Was denn? Ja, also um 19 Uhr ist bei QVC Wohlfühl Mikrofaser Outlet. Oha. Da gibt es immer so schöne Angebote. Da habe ich mir schon mal so einen Little Rose Pyjama-Anzug mit Slit-Ausschnitt und Dehnbund angekreuzt. Ja. So schick mit Blumendruck. Also das muss ich gucken, das nützt nur nix. Ja, von mir aus, aber danach denn auf den ersten Silvesterstadel mit Andy Borch und viele Gäste, DJ Ötzi. Ja. Oh, no. Oder André Rieu auf den zweiten, also allein schon wegen Rocky. Wieso, was hat der Hund denn davon? Ja, nur Rocky hat immer Angst vor der Knallerei, dann sitzt er ja schon ab 8 Uhr unter dem Sofa und winselt. Ja. Und nur Schmierkäse und André können ihn beruhigen. Siehst. Das weiß ich aus Erfahrung, das sagen auch alle auf der Hundewiese. Oh, das ganze Geballer zu Silvester ist sowieso eine einzige Geldvernichtung. Von daher bin ich ganz glücklich, dass wir nur so ein bisschen Bleigieße machen, ne? Ja, und so kleine gaggige Zylinder schräg aufsetzen, ne? Meinetwegen auch das. Als Gag jetzt, also allein schon. Und sag mal, Franz, wolltet ihr nicht beim Seniorenkreis so kleine Knallbonbons basteln? Ja. Ja, hab ich aus Krepp. Schön bunt und alles. Hier, zieh mal dran. Wo ziehen? Hier dran jetzt? Ja, kommt so eine kleine Überraschung raus. Oh, süß. Zieh mal, Georg. Ja, mach mal. Ja. Schmierkäse. Ruhe. Auf. Der ist doch nicht ganz dicht, Mann. Ja, Georg, damit musst du bei ihm aber rechnen. Was macht denn dein Rätsel, Franz? Ich brauch noch Backwerk mit 10 Buchstaben. Vorne B. Brotfabrik? Jawohl.